legen. So. Ihr macht jetzt meine. Das ist jetzt die, die ich habe. Was habe ich ja? 1434. Also ich habe so viel. Eine umgebaute SMG. RPK klassisch. AK 47. AK 47. Aber ich bin eigentlich mit meiner SCAR Militärversion. Okay. Hä? Ich bin eigentlich mit meiner M4 ziemlich zufrieden. Und meiner M200 irgendwas. Okay. Ich höre was piepsen. Ich will mal kurz die Dings ausprobieren hier, die SCAR Präzisionswaffe. Ja, die ist nicht schlecht. Echt? Ja, ich mag die noch. Ich hatte die auch mal im Petto. Hab die dann aber verkauft, weil sie bei mir einfach random war und nicht irgendwie blau oder grün. Sondern die war bei mir grau und darum habe ich sie dann verkauft. SCAR ist nicht schlecht. Sag an, wenn du soweit bist, ne? Ja. So, ich habe jetzt einen Kompensator. Was macht eigentlich ein Kompensator genau? Mündungskompensator, also ein Schalldämpfer. Okay. Oder wie? Kompensator. Ein Kompensator Mündung, ja, aber ist das nicht so ein Mündungsfeuerbremser, dass das Mündungsfeuer nicht so gut gesehen wird oder so? Weniger Rückschlag, glaube ich, auch noch. Damit du nicht zu fest verziehst, irgendwie sowas, dachte ich immer. Okay. Ich weiß es aber nicht. Bin nicht so ein Waffen. Wie ist da? Die ultimative Waffen da. Okay. Sehe ich schon die nächsten. Aber die wollte ich lieber hier vorne. Immer eine andere Position, damit wir hier halt genügend abdecken können. So, ja, von dem bin hier vorne, nimm ich den rechten. Ja, warte, ich stehe hier drüben. Und dann kannst du das Feuer schon mal eröffnen. Okay, das funktioniert so nicht. Doch, bei mir schon. Oh, die schmeißen mit Napalmbomben. Und ich brenne. Okay, die SCAR ist gar nicht mal so schlecht. Ach Mensch, ja, hier. Bevor ich das vergesse. Einen schönen Gruß von einen schönen Gruß an Armin. Danke. An Willi, der ja hier jedes Mal Tipps zum Besten gibt. Erstmal nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für deine moralische Unterstützung. Finde ich super. Nein! Doch, finde ich. Nein, ich meine ich, nein, nein. Sehr schön. Ja, wie ihr sagt, ist einer meiner Zuschauer, die haben echt gute Tipps gibt. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Oh oh. Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oh. Oder sich zu infizieren, ja. Ach, hör doch auf zu zicken. Die ist doch von Umbrella, oder? Also los, ja. Agent. Entschuldigung, dass ich jetzt hier sehe. Oh, ich habe eine scheiß Position. Oh, da steht ein MG-Turm. Kurz heilen. Muss nachladen. Achtung, Achtung, Erwin. Ja, ich am Kurs.
Kugeln? Ja, ich bin verletzt. Ja, dann war's das jetzt schon, oder? Oh nein! Lebst du noch? Ich hab's nicht geschafft. Nö. Du? Alles klar. Ja, ja, die brutzeln mich jetzt hier gerade ab. Ja, komm, tu's. Mach's. Mist. Okay. Ich wechsle dann doch mal lieber wieder auf meine Karabiner. Tut mir leid, Leute, dass wir jetzt hier so gefailt haben. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob Obi noch welche mitgenommen hat. Nee, aber mich hat's eben auch übelst erwischt, weil ich bin ziemlich blöd gestanden. Warte mal kurz. Ich meine Waffe wechseln. Da M4 Karabiner Klassik. Nehmen wir. Modulieren wir mal kurz um. Oh, ist ja eigentlich nur alles dran, wird. Genau. So, dann versuchen wir es einfach nochmal. Sag wann, ne? Warte, ich scanne mal. Will man die ganz Bösen erstmal rausfinden. Alles klar. Auf dem mit dem Zahnrad da, diesen 7er, auf dem müssen wir Wert legen. Alles klar? Ja. 3, 2, 1. Nein, du wirst kein Geschütz aufbauen. Granate? Oh, schön gemacht. Nico, noch einer angerannt. Hab ich. Da hinten ist noch der eine Typ mit der mit den Granaten, ne? Schützt du weg, Mio. Gib mir Feuerdeckung. Okay, den Granatentyp habe ich. Ich habe das Geschützturm jetzt. Ja. Dann machen wir den auch da kalt. Weil der nervt. Dann springen wir mal hier runter. Nein. Du baust kein Geschütz auf. Ha! So wird es gemacht. Da hinten kommt noch mehr. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Ist das eine Bitch? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Kendall an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Ah ja, genau. New York ist betroffen, du Bitch. Ach ja. War da noch einer? Mag ich einfach. Was, echt? Nein, ich weiß nicht. Eben. Ich hab dich gefragt. War da noch einer? Da waren nur noch zwei Bedrohungen, habe ich gescannt. So. Alles klar. Erwin hat gescannt. Ja, Mann. Dann fühlen wir uns doch alle schon mal viel sicherer. Ein wenig sicherer, genau. Oh, was haben wir hier? Ein Jagdrucksack. Und ich habe ein Zielfernrohr. Cool. Ja, Leute. So sieht es jetzt momentan doch aus. Ja, es läuft ganz gut. Munitionskiste? Ja, hier ist eine Munitionskiste. Und hier ist nochmal ein paar Klamottis oder so? Nee. Nee, Medizin. Okay. Die Munitionskiste. Ach, hier. Ja. Gut. Danke. So, ich lade nach. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt lang will. Erst drauf. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht. Nachladen. Des Landes. Okay. Granate. Ja, bei ihm.
Ah, oh, ne, bei, uns auch. Ja, komm mal her, ich heil dich. Ah, ich bin schon tot. Hilft das? Nee, muss mich zuerst. Ach. Danke. So, und jetzt du. Wo willst du hin? Zack. Wo willst du hin? Zack. Alter, wir müssen hier runter. Vorsicht, ist ein harter Aufschlag hier. Ich muss mal kurz nachladen. Obi, Status. Geladen, bereit, eigentlich soweit. Wir werden aber gleich umlaufen. Granate. Granate. So, ich renne jetzt mal nach oben. Das war ich auf dem Weg dahin. Hinter uns ist der Oberdude hier. Vorsicht, ja, renn nach oben. Ach verdammt, ich brenn schon wieder. Und bin schon wieder verletzt und lieg schon wieder am Boden. Aber warte, ich komm hoch. Warum das nicht hilft, ey? Ich dachte, sowas kann das helfen. Das hilft. Warte, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Theoretisch könntest du mich dann wiederbeleben, aber der Typ gibt hier ganz schön Gas, Erwin. Ja. Jetzt gibt er nichts mehr. Jetzt kommt der zweite. Ach du meine Güte. Dann kommt der dritte. Granate bei dir, Erwin. Ja, das war's. Das ist fies, Alter. Ja, warum kann ich dir nicht einfach mal noch auf die Fresse hauen, ey? Du blöder Sack, ey. Komm her!